Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um ein paar richtig krasse Halloween-Outfits. Und zwar habe ich drei Stück zusammengestellt und ich hoffe, dass das ein oder andere Outfit dabei ist, was euch auf jeden Fall gefallen wird. Aber Freunde, bevor wir dazu kommen, ich wünsche euch als allererstes mal schönen Halloween. Ich hoffe, ihr feiert ein bisschen, chillt ein bisschen, verkleidet euch, habt einfach ein bisschen Spaß heute. Und für die Gauner unter euch, die Scheiße bauen. Viel Spaß auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, Freunde, heute Abend findet ein Halloween-Stream bei mir auf dem Kanal statt. Die näheren Informationen werdet ihr dann heute irgendwann mitbekommen. Checkt einfach ab, sobald ihr den Stream einfach in der Abo-Box seht und dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, beziehungsweise ihr könnt ja mal rechts oben abstimmen, ob ihr den Stream eher so um 20 Uhr sehen wollt oder ob ihr eher den Stream so später sehen wollt, so kurz vor Geisterstunde oder so, damit das Ganze ein bisschen lustiger ist oder ein bisschen spannender. Auf jeden Fall habe ich da für euch was richtig Geiles ausgedacht, beziehungsweise habe ich mir was richtig Geiles vorgenommen. Ihr dürft auf jeden Fall alle auch mitmachen, aber Freunde, das sind auf jeden Fall mal kurz die Randinformationen gewesen. Vergesst auf jeden Fall nicht, dieses Video hier mit einem Daumen nach oben zu bewerten und wenn euch das Video am Ende gefällt, Freunde, könnt ihr mir ja gerne ein Abo dalassen, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt und dann würde ich euch noch empfehlen, folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram, auf beiden Plattformen heiße ich fraps-yt. Und dann, Freunde, seid ihr auf jeden Fall immer früh genug informiert. Und jetzt würde ich doch mal sagen, wir starten mal mit dem eigentlichen Video. Ich werde versuchen, das Video so kurz wie möglich zu halten. Also nicht wundern, wenn ich mal einen Double Time oder so raushaue. Auf jeden Fall kommen wir zum Outfit Schlitzer. Und dazu gehen wir hin und gönnen uns erstmal die Nummer 5 bei den Arbeitshosen. Anschließend gehen wir hin und gehen zu unseren Oberteilen, gehen auf Arbeitsjacken. Und dort scrollen wir ein bisschen weiter nach unten und zwar auf die Nummer 9 und kaufen uns diese braune Feldjacke. Anschließend, Freunde, müssen wir uns natürlich noch ein Unterteil aussuchen und dazu gehen wir einfach auf Geschäftshemden und jetzt müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen und zwar ist es ein weißes Hemd und genau das müssen wir uns anziehen und das wäre in diesem Falle halt die Nummer 22. Danach, Freunde, begibt ihr euch auf jeden Fall zu den Schuhen und danach geht ihr zu den Stiefeln. Jetzt hier an der Stelle müsst ihr ein bisschen weiter nach oben scrollen und dann, Freunde, seht ihr dort ein bisschen veraltete Stiefel und zwar wäre das dann auch die Nummer 35. Diese zieht ihr euch auf jeden Fall an. Danach geht ihr hin und geht zu den Accessoires und geht auf die Krawatten. Danach, Freunde, wählt ihr euch diese Krawatte aus, die ich auch gerade hier im Hintergrund habe und zwar wäre das die Nummer 22. Danach, Freunde, geht ihr auf die Handschuhe, scrollt ein bisschen weiter nach oben und dann seht ihr diese Nummer 48, schwarze fingerlose Handschuhe. Habt ihr das auf jeden Fall angezogen, fehlt nur noch die Maske und dort, Freunde, müsst ihr den klassischen Sackschlitzer Maske müsst ihr euch halt einfach anziehen, genauso wie ich und dann, Freunde, ist das Outfit auch schon fertig. Ihr könnt jetzt hingehen und könnt das Ganze bei der Kassiererin dann abspeichern. Ich habe das jetzt in diesem Falle der Schlitzer genannt. So, Freunde, kommen wir doch mal zum nächsten Outfit. Kommen wir zum Saw-Outfit. Dazu gehen wir zu der Kassiererin und gehen dann auf die Nummer 5, Anzüge. Und dort wählen wir die ersten Anzüge an. So, habt ihr das gemacht, Leute? Geht ihr jetzt hin, geht zu den Handschuhen und wählt dort die Nummer 45 aus. Anschließend geht ihr zu den Krawatten und dort, Freunde, wählt ihr diese rote Fliege aus. Jetzt braucht ihr noch eine bestimmte Maske und zwar die hier, Maskenball Silber. Wenn ihr diese habt, Freunde, müsst ihr jetzt als nächstes zum Friseur. Danach geht ihr jetzt auf Gesichtsbemalung und nimmt das gleiche wie ich. Aber das Problem ist jetzt, Freunde, nicht wundern, ich habe ein Tattoo, das wird aber gleich entfernt, also nicht irritieren lassen. Also, wenn ihr das Ganze jetzt drauf gemacht habt, Freunde, dann geht ihr nochmal hin, geht jetzt nochmal auf die Lippenstifte und dort, Freunde, müsst ihr dann einen bestimmten Lippenstift machen und zwar verwischt. Wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt, Freunde, geht ihr jetzt hin und geht zu den Kontaktlinsen und bei den Kontaktlinsen wählt ihr diese Kontaktlinse infiziert aus und anschließend, Freunde, geht ihr noch hin und macht eine Langhaarfrisur, natürlich in braun oder in schwarz, wie ihr das Ganze machen wollt. Ich habe es jetzt in dunkelbraun gemacht. Danach, Freunde, wenn ihr noch ein Gesichtstattoo habt, wie ich, dann entfernt das Ganze auf jeden Fall, denn das Ganze muss auf jeden Fall so gemacht werden. Wenn ihr das dann gemacht habt, sieht das ganze Outfit so aus. Klar, ist jetzt nicht 1:1 ein Saw-Outfit, aber sieht auf jeden Fall schon richtig fresh aus und meiner Meinung nach passt es auf jeden Fall richtig geil und ihr könnt es auf jeden Fall jetzt abspeichern und natürlich auch mit euren Freunden teilen und ein bisschen abgeben und könnt sagen, ich bin Gillette Saw und sowas. Kommen wir zum Kürbis-Pedo-Killer. Dazu vorne gehen wir auf jeden Fall zu den Shorts, wählen dort die Nummer 15 aus und zwar diese leopardenen Boxer-Shorts. Anschließend, Freunde, gehen wir hin und gehen zu den Sakkos und wählen ein pinkes Sakko aus, ohne
T-Shirt, sehr wichtig. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, Freunde, geht ihr hin, geht zu den Schuhen und dort, Freunde, geht ihr dann einmal hin, geht zu den Sandalen und wählt die letzten Sandalen aus. Die sehen nämlich richtig fresh aus. Anschließend geht ihr hin und geht zu den Handschuhen unter Accessoires und dort wählt ihr einmal die Nummer 44 aus, und zwar diese blauen Chirurgenhandschuhe. Als nächstes, Freunde, geht ihr jetzt hin, geht zu den Krawatten und wählt die zweite Krawatte aus, und zwar wäre das eine schwarze Fliege. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, Freunde, geht ihr jetzt nur noch hin und wählt jetzt einen Kürbiskopf aus, den ihr euch jetzt aussucht, entweder verfault, den grünen oder je nachdem halt, was ihr machen wollt. Danach, Freunde, geht ihr jetzt hin und geht zum Pier oder zu irgendeinem x-beliebigen Fernglas, drückt dort einmal Pfeiltaste nach rechts und lenkt dagegen, dann verschwindet die Maske, ihr könnt euer Interaktionsmenü öffnen. Dann geht ihr jetzt hin und wählt unter dem Interaktionsmenü Accessoires, wählt ihr jetzt erstmal hier diese Brille aus und anschließend, Freunde, wählt ihr dann hier diesen Halbschallenhelm, Kamm oder Stacheln aus, je nachdem, wie ihr lustig seid. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, Freunde, dann rennt ihr bzw. lauft einfach mal weg von diesem Fernglas und dann können wir sehen, dass der Kürbis drauf spawnt und das Ganze wird auf jeden Fall richtig fresh aussehen. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, Digga, dieses Outfit ist ein bisschen beschissen bzw. sieht auf jeden Fall ein bisschen krank aus. Ja, Freunde, sieht auf jeden Fall ein bisschen interessant aus, beziehungsweise ist halt auch mal ein etwas anderes Halloween-Outfit, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. So Leute, das soll es dann aber auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Falls ja, könnt ihr mir das Ganze mit einem Daumen nach oben zeigen. Teilt doch mal dieses Video mit euren Freunden oder sonst was oder mit euren Kürbissen oder keine Ahnung. Teilt es einfach, wenn es euch gefallen hat. Und dann, Freunde, verabschiede ich mich jetzt. Vergesst auf jeden Fall nicht mehr auf Instagram und auf Snapchat zu folgen, fraps-yt. Und Freunde, vergesst auf jeden Fall, wie gesagt, nicht ein Like und ein Abo dazulassen. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wünsche euch noch einen richtig freshen Tag und würde dann mal sagen, haut rein. Get in with the flow, or your frips. Ciao.